Und damit herzlich willkommen zu der neuen Folge. Schönen guten Morgen, Leute. Wir haben heute Donnerstag früh. Wir haben gestern, ja, das, was ihr im letzten Video gesehen habt, wir hatten hier die Einführung vom Vicon. Wir haben 15 Hektar im Prinzip abgemäht. Jetzt ist bewölkt, war aber eigentlich sonnig angekündigt. Wir haben kurz nach 7, wir fahren jetzt vom Hof. Und ich mähe jetzt heute hier noch einen halben Tag ungefähr, damit ich halt Aufnahmen habe für euch. Und werde gleich noch einen Livestream machen, werde noch einen Let's Drive aufnehmen. Bin irgendwie ein bisschen verschnupft, aber eigentlich habe ich nichts. Kann auch ein bisschen sein, dass das von den Gräsern oder so ist. Ich weiß nicht. Ja, jedenfalls haben wir gestern diese 15 Hektar gemacht und haben die abgemäht und haben dann gesagt, weil das auch so doll getrocknet hat, Wind, Sonne und wir nicht so einen trockenen Kram häckseln wollen, lassen wir es im Prinzip und mähen dann heute weiter, damit der Mähweg nicht zu weit einen Vorlauf hat. Das Schöne ist natürlich in dieser Kombination, wenn man das selber aufs Schwatt legt, kann man das natürlich viel mehr steuern, als wenn ich jetzt noch mit dem Schwader rüberfahren würde. Dann hast du Mähwerk und Schwader. Und wir haben ja auch schon ein bisschen höheren Rohfaseranteil in den Pflanzen. Das heißt, sie sind ja schon ein bisschen verholzter. Und dadurch stehen sie auf den Halmen schon mit etwas mehr Trockensubstanz. Dadurch trocknen sie halt auch schneller. Ja, und deswegen kann man das so ein bisschen steuern, kann man das auch direkt aufs Schwatt legen. Das ist gar kein Problem. Zusätzlich, ich habe ja letztes Jahr schon meinen Schwader verkauft. Für alle, die es nicht wissen, 2021 Sommer waren die ganzen Flächen, die wir bewirtschaften im Grünland, waren ausgeschrieben. Und wir haben leider nicht mehr für die nächsten Jahre die Ausschreibung gewonnen, für die nächsten 7, sodass wir unser komplettes Grünland verlieren. Also wir haben nachher noch einen marginalen Anteil, aber den werden wir dann mit wegverpachten. 2-3 Hektar, das ist marginaler Anteil. Und von daher hat sich die Grünlandgeschichte für uns erledigt. Zusammenfassend war ich erst ein bisschen bockig und stinkig, weil das nicht fair lief, das Ausschreibungsverfahren, muss man letztendlich so sagen. Aber unterm Strich, ja, bin ich dann doch irgendwie jetzt, ja, eigentlich jetzt gar nicht so unzufrieden mit der Gesamtsituation. Weil, wenn man mal ehrlich ist, ich bin ja selber nun kein Abnehmer mehr mit meiner eigenen Biogasanlage, sondern ich habe ja die Biogasanlage verkauft und verkaufe auch jetzt das Gras an diese Biogasanlage. Aber über den Strich war es immer schwierig, das Grünland wirtschaftlich zu bekommen, weil man braucht halt dafür Abnehmer, die dann auch gutes Geld bezahlen. Ich gucke immer Weizen, also Bestände, ich muss immer Bestände gucken. Direktsaat Weizen, der da mit der Novak sieht sehr, sehr gut aus. Hier ist auch Novak, aber das ist ja sozusagen erste Jahr überhaupt Direktsaat. Hier ist natürlich mit die sandigste Stelle. Aber es sieht noch nicht ganz so krass aus wie die Tigerdriffflächen. Also jetzt kristallisiert sich das so ein bisschen raus. Tigerdriffflächen sehen deutlich verbrannter aus, obwohl man teilweise schon die Stellen vergleichen kann. Wie gesagt, hier ist mit der Novak gedrillt, 25 cm. Und ja, über alles muss man sagen, ich bin sehr angetan von der Direktsaat. Das ist, wie es ist, weil ja, die Trockenheit nimmt zu. Das hat so viel mehr Vorteile. Du bist deutlich weniger personalabhängig. Du hast weniger Verschleiß. Du hast weniger Kosten, die du da einfach durchziehst. Und du sparst auch enorm viel Stunden und. Von daher muss ich mal schauen. Ich hätte den Häcksler eigentlich noch ein weiteres Jahr. Ich habe den für 4 Jahre unterschrieben. Und versuche den jetzt eigentlich, und da habe ich auch letztes Jahr schon kommuniziert, dass ich den ein Jahr früher zurückgeben möchte, weil ohne Grünland habe ich nur noch Mais zu häckseln. Ja, das ist die Wirtschaftlichkeit für den Arsch. Und ja, such doch Lohnarbeit. Nee, Leute, suche ich nicht. Da sind genug andere unterwegs, die Dumpingpreise machen, da muss ich das nicht noch machen. Und deswegen möchte ich den ein Jahr zurückgeben, früher zurückgeben. Und wenn das klappt, bestelle ich mir zum nächsten Jahr früher eine Direktsaatdrillmaschine. Dann passt das auch mit dem Geld sehr, sehr gut zusammen. Und dann mache ich auch alles in Direktsaat. Auch jetzt gerade die Sonderkulturen hat mir auch wieder gezeigt, gerade so die Tigerdrill bei feine Saat, da ist keine gute Saatgutablage. Da ist der Boden einfach zu puffig. Ja, wir bearbeiten den und das ist einfach zu fluffig. Und dann hast du da auch einen schlechten Feldaufgang. Und ja, und im Prinzip die Bestände sehen gut aus. Und ja, wenn man jetzt sagt, ja, in den ersten Jahren hast du 3-4% weniger Ertrag,
Dafür hast du aber auch einen Haufen Kosten weniger, um ehrlich zu sein. Also ich merke das schon beim Striptill. Dadurch, dass wir den Riesenschlepper nicht mehr permanent auf dem Hof haben zum Grubbern und, bist du da wahnsinnig entschlackt. Und die Bestände sehen hervorragend aus und die Erträge sind gut. Ich habe gute Erträge. Auch beim Raps, der sieht einfach hervorragend aus mit dem Striptill-Verfahren. Und alles andere sehe ich mich da auch auf lange Sicht eher in Direktsaat. Ja, und man muss mal gucken, man hat ja dann auch Möglichkeiten dadurch, dass man ja ein bisschen entschlackter auch ist, dass man für die Zukunft nochmal was nutzen kann, wenn man vielleicht nochmal an Fläche kommt oder vielleicht nochmal an den Betrieb kommt. Es ist auch viele, die fragen, ja, kompensierst du das jetzt mit mehr Ackerfläche? Ja, Leute, wenn das mal so einfach wäre, dann hätte ich schon ein paar Hektar mehr. Aber das ist ein Riesenkampf um Ackerland. Und auch einfach kommt man auch nicht so irgendwie an Betriebe ran oder sowas zum Mitbewirtschaften oder sowas. Ein Riesenkampf im Brand. Leute, ihr könnt euch vorstellen, jeder Multimillionär hat sich als Hobby gemacht, einen Landwirtschaftsbetrieb zu haben. Und alle Größen aus der Wirtschaft, egal wie sie heißen, alle haben Landwirtschaftsbetrieb und teilweise sind sie auch in meiner Nähe. Und denen ist ziemlich egal, ob sie damit wirtschaftlich sind oder nicht. In erster Linie, sie kaufen das Acker als Kapitalanlage. Jetzt sagt ihr, ja, aber es nur Landwirte dürfen Ackerland kaufen. Und ja klar, sie kaufen sich als erstes einen Landwirtschaftsbetrieb und dann sind sie Landwirte und dann kann man Acker kaufen. Also so funktioniert die ganze Sache. Von daher, muss man gucken, wie man sich da aufstellt für die Zukunft. Und das ist auch momentan, glaube ich, ein wichtiger Faktor, wie man sich aufstellt für die Zukunft. Jetzt kommt wieder die Frage, ja, aber was ist denn, wenn Glyphosat und. Ja gut, viele Direktsaatdrillen, nicht alle, funktionieren auch sehr gut auf gegrubberten oder gepflügten Land. Also man bleibt da flexibel. Der Vorteil von diesen Drillmaschinen ist einfach, dass die Saatgutablage absolut perfekt ist. Also jede Reihe wird einzeln in der Höhe geführt, so wie es man bei Einzelkorn das gewohnt ist. Und das ist ein Wahnsinnsvorteil. So, haben wir genug gequatscht. Eigentlich wollte ich euch die letzten Tage zusammenfassen. Und zwar, ich habe Pflanzenschutz im Mais gemacht. Also ich bin 19 Tage kein Trecker gefahren. Also da war 19 Tage wirklich Ruhe. Detlef hat den Hanf zu Ende gedrillt. Detlef hat noch 40 Hektar Mais gelegt gehabt, als ich im Urlaub war. Und jetzt haben wir Pflanzenschutz im Mais gemacht. Ich habe noch 30 Hektar, da habe ich noch Gräser in den Sonnenblumen, die möchte ich noch raus haben. Und dann müssen wir mal gucken. Dann habe ich mir ein paar Präparate gekauft an Kombinationen von Mikronährstoffen. Die will ich streifenweise ausprobieren, das machen wir noch. Ich habe noch stickstofffixierende Bakterien, da machen wir noch wieder ein bisschen was im Versuch. Und dann sind wir vorerst durch. Ja? Und das ist auch ein Riesenvorteil, wenn das Grünland weg ist. Dann habe ich jetzt das. Dann habe ich dann, die Ehrenbehandlung im Weizen, wenn ich sie fahre oder nicht. Durch Trockenheit kann man sie auch mal auslassen. Ja, und dann, Leute, dann sind wir durch. Dann warten wir, dass wir fertig sind. Wie Twitch Farming. Übrigens, Leute, hydraulisch geklappte Schutz. Schon ganz nice. So. Gibt es eigentlich viel zu erzählen momentan. Aber ich will euch hier nicht zu lang belatschen. Geht das jetzt? Ja. Boah, ist ja einfach. So, fährt sozusagen in die letzte Arbeitsposition und dann sind wir, glaube ich, fertig. So, aha, und danach wechselt er automatisch in den Arbeitsbereich. Oh, ganz nice. Und er arbeitet auch direkt mit den letzten Arbeitsbreite. 2,72 haben wir. So, wir können ja jetzt, weil wir jetzt anmähen, können wir ein bisschen mehr Überlappung haben, weil wir ja doch ein bisschen mehr lenken. Und dann war das hier. Wäre geil, wenn man es einfach antippen könnte. Nee, das wird nicht. Ja, aber ich will ja, dass der umspringt, dass der Pfeil umspringt. Ja, jetzt haben wir da viel Überlappung, da wenig. Aber das wollten wir ja nicht. Ich glaube, ich habe nur ein Mehl wegmarkiert. Naja, liegt einfach daran, dass ich die falsche Seite habe. Ich muss einen weiterblättern, dann habe ich diese Funktion. Und dann kann ich hier umher switchen. Zack. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr
Überlappung. Jetzt können wir auch hier mit dem Druck noch ein bisschen umherspielen, wenn wir wollten. Drehzahl rein, vorne Zapfwelle, hinten Zapfwelle. Haben wir eigentlich auch den Schutz hochklappen belegt? Wir haben auch hier auf jeden Fall ein Förderband, anderes Förderband. Drehzahl. Fahren hier mit 800 Umdrehungen, ist natürlich auch dann deutlich leiser. So, und dann ist das ja alles Isobus gesteuert, das heißt, ich drücke die Taste, dann senke ich sozusagen vorne ab. Moment, ich gehe noch mal einmal, sicher, nee, Moment, da bin ich noch das anders gewohnt. Ich gehe noch einmal vorne sicherheitshalber gucken, wir sollten nachgucken, ob auch vorne der Oberlenker immer in der richtigen Position ist. Sicher ist sicher, weil die Problematik, die erkläre ich euch draußen. Die Problematik ist, wenn der zu hoch ist, zu tief, dann kann das sein, dass die Gelenkwelle an diesem Bock schleift. Also das heißt, wenn er weiter runtergelassen wäre oder ganz ausgelassen wäre. Ich meine, man kann ja auch einfach, und das weiß ich nicht, ich glaube, das wussten die Jungs alle nicht, man kann ja auch einfach die Höhe hier einstellen. Und dann gucken wir mal, auf was die Höhe hier war. Auf 61%. Quatsch. Vorne. Nee, 61 ist die maximale Aushubhöhe. Warum haben sie die maximale Aushubhöhe begrenzt? Ich glaube, sie haben es falsch gemacht, weil sie es nicht besser wussten. Die stand auf 80%. Weil das Mähwerk stand ja auf 80%. So. Gucken wir uns das mal an, dann packen wir das mal nach unten und dann schauen wir mal, ob das richtig arbeiten kann. Ja. Jo, sieht gut aus. Ist auch dieselbe Höhe. Ich habe mir das eben mit dem Auge hier ein bisschen gemerkt. Jetzt kann das hier frei arbeiten. Man sieht auch schon schön, hier ist das ein bisschen schräg, wie sich das gleich schief hinlegt. Also die Bodenanpassung ist gut von dem Ding, vor allem vorne. Auch hinten und dadurch, dass das schön mittig aufgehangen ist und der wirklich mittig den Bock da hochzieht, fährt sich das auch sehr komfortabel, um ehrlich zu sein. Oh. Aber ich muss gestehen, Leute, ich bin mit den Tasten überhaupt noch nicht vertraut. Ah, wenn es aus ist, muss man gedrückt halten. Ja, klar. War beim Klaas auch so. So, jetzt aber. Also, das Ding ist, wenn die Drehzahl weg ist, dann muss man die Tasten halt gedrückt halten, damit was passiert. So brauche ich jetzt nur einmal antippen und dann geht's runter. Und hier auch antippen, dann geht's hinten runter. Ach, nein. So geht vorne und so geht hinten. Das Ding ist, und das verstehe ich noch nicht, viele machen immer, stellen das Mähwerk anhand des Knopfes ein und fahren das dann so in eine Position hin, aber anstatt sich einmal vernünftig die Unterlenker hinzustellen, haben die Jungs bei der Einweisung, glaube ich, auch gemacht. Das ergibt ja viel mehr Sinn, weil wenn du denn mal an der Höhe einmal rumstellst oder so, dann hast du natürlich deutlichere Vorteile, dass du einfach die Position wieder findest, wo das Mähwerk lief. So, wir haben gestern noch ein bisschen die Bandgeschwindigkeit langsamer gemacht. Hier oben sind immer so viele Maulwurfshaufen, um ehrlich zu sein. Hier war mal früher ein alter Weg. Seht ihr das? Hier ist ja auch hell. Und hier ist halt Mineralboden und alle Maulwürfe im Umkreis von, keine Ahnung, 10 Kilometer sind hier auf diesen ollen Berg drauf und buddeln.
Deswegen ist hier auch immer viel, viel Sand mit bei. Und da vorne dann nicht mehr, ne? Da seht ihr das, da wird nachher, kommt nachher Moorboden und da ist nachher mehr Ruhe. Also, was wir haben bei diesen Förderbändern, wenn man zu viel Schwung hat, also wenn das mit zu hoher Geschwindigkeit aneinander geworfen wird, dann verfangen sich sozusagen die beiden Ströme und fangen an, sich eins, also die rollen einmal kurz. Ja, es fällt gegeneinander und dabei verdreht sich das so ein bisschen. Das ist nicht weiter wild, aber als Häckslerfahrer mag man das ja, wenn das super homogen da liegt. Und dann nimmt man einfach ein bisschen die Geschwindigkeit runter, dann wird das ein bisschen sachter reingelegt. Die Ströme knallen nicht aufeinander und dann hat man da eine deutlich bessere Qualität und der Vorschub passt beim Häcksler auch viel, viel besser. Von daher ganz nice. Und dann mähe ich erstmal hier ein bisschen, nehme gleich einen Let's Drive auf und dann schauen wir mal, was einem auf jeden Fall auffällt. Das ist viel, viel leiser hier drinnen. Ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, wir vergleichen jetzt hier ein altes Mähwerk, was ich hatte, gegen ein neues. Ist nicht ganz fair, aber ich muss ja irgendwie was sagen zu meinem alten. Also es ist deutlich leiser als mein altes und es ist viel komfortabler hier drinnen, weil der Trecker nur für sich fährt. Und das war vorher schon so, dass die Mähwerke Auswirkungen auf den Trecker haben. Die haben da schon dran rumgejackelt und dann hast du das gerade auf sowas hier viel, viel döller gemerkt. Aber die Maulwurfhaufen, die machen einen fertig. Da kannst du noch so oft schleppen und walzen. Die buddeln sowieso wieder die ganze Zeit. Und ja, also das ließ sich hier nie vermeiden in der Spur. Schade eigentlich. Ist immer ein bisschen nervig, wenn du ein bisschen viel, viel Sand durch den Häcksler holst. Ja, ansonsten, was man auch sieht, da zum Beispiel, ne, wo viel Wasser dieses Jahr war, stand da teilweise ja komplett unter Wasser hier, diese Wiesen. Da ist kaum Aufwuchs da. Eher so der Übergangsbereich zwischen Mineral und Moorboden, da steht momentan am meisten. Ja, weil da war so ein bisschen relativ schnell die Feuchtigkeit raus, dann war die Temperatur da eher ein bisschen da. Dann sieht es da schon ein bisschen besser aus. Jo, dann mähen wir mal hier uns mal ein bisschen voran und dann hören wir uns später wieder. Wisst ihr, was ich hier aber persönlich schade finde? Und zwar kommuniziert das Mähwerk noch nicht richtig mit dem GPS und mit den ganzen Funktionalitäten dazu. Das heißt, er kommuniziert nicht automatisch, wie breit er ist zum Beispiel. Also es wäre ganz nice, wenn er das Verschieben zum Beispiel mitkommunizieren könnte. Oder was auch, ja gut, mit den Arbeitsbreiten wäre es vielleicht schwierig, weil ja ständig eine neue GPS-Linie dann berechnet werden würde. Aber was natürlich ganz cool wäre, wenn er markiert schon, wann man welches Mähwerk runterlässt, weil ja jetzt ist es, weiß er halt nicht, wann er arbeitet und wann nicht. Und für die Markierung gut, dass nicht weiter wild, aber der nächste Schritt wäre halt Section Control. So, im Prinzip besteht das Mähwerk ja jetzt aus drei Sektionen. Und dann wäre es ja relativ simpel, dass der Trecker weiß, alles klar, die erste Sektion, die ist vorne in der Mitte, die ist hinten, die ist auf der Seite, sodass der Trecker automatisch sozusagen hoch und runter machen kann. Ich weiß zum Beispiel, dass einige Hersteller das können. Ich weiß nicht alle, also ich habe mal vor Jahren ein Video gesehen von, ich glaube, Kuhn mit einem John Deere oder ein Krone mit einem John Deere. Aber da funktioniert das auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Arbeitserleichterung, keine Frage. Jetzt sagen wir, jetzt aber viel Heulen auf großem Niveau, du drückst hier zwei, drei Knöpfe und dann, ja, na klar, drücke ich nur zwei, drei Knöpfe und mehr mache ich ja wirklich nicht. Aber man hat ja heutzutage eine Vorstellung, was man gerne hätte. Und das hätte ich gerne. Der nächste Punkt, die sind ja alle ungefähr in derselben Preiskategorie unterwegs. Viele fragen sich ja, was kostet denn so ein High-End-Teil mit Förderbändern und so? Man kann da um die 100 rechnen. So um den Dreh liegen sie alle. Sagen wir mal von 95 bis 110, 120. So, in dem Bereich bewegen sich ungefähr alle. Und aber auch in der Variante wie hier, mit Schwatzzusammenführung, Aufbereiter und. So, und von daher hat man ja gerne Ansprüche, was das Ganze noch gerne hätte. Aber nichtsdestotrotz, das funktioniert alles schon sehr, sehr gut.
auch komfortabel. Ist wirklich komfortabel, damit rumzufahren. Das Ding ist jetzt auch, man findet auch die Kritikpunkte auch immer erst nach ein paar Tagen fahren, um ehrlich zu sein. Also wenn du jetzt reingeworfen wirst und fängst an zu arbeiten, dann fällt dir das meiste gar nicht ein, sondern das muss dann wirklich peu à peu kommen. Also Optimalfall musst du halt noch eine Klinge mal tauschen, dann kannst du halt gucken, wie gut da das Handling ist. Ja, und dies, das, jenes oder 3-4 Mal abschmieren, dann sagst du auch, ah, der Schmiernippel ist aber blöd verbaut. Aber das meiste fällt dir ja nicht auf, wenn du jetzt erst ein paar Stunden da drin gemäht hast. Weil ab und zu kommt ja auch immer so gern die Kritik, ja, und dann fährt er mit einer Maschine und dann ist immer alles toll. Ja, in erster Linie fallen ja auch die ganzen Kritikpunkte nicht gut auf, weil Maschinen sind heutzutage sehr, sehr gut durchkonstruiert. Und in den wenigsten Fällen ist etwas so schlecht konstruiert, dass dir das im ersten Moment so auffällt und sagst, ah, das ist aber schlecht, mein lieber Mann. Und dann fällt dir das auf und dann kritisierst du, ähnlich wie bei der Kleiden, und dann ist der Feldaufgang total überzeugend und dann denkst du so, doch nicht. Ja, also von daher muss man da auch immer ein bisschen gucken mit Kritik, was einem da sofort auffällt. Wie gesagt, das meiste fällt einem wirklich erst über lange Zeit auf, wenn man damit viel gefahren ist. So. Es sei denn, man hat auch irgendwie, ja, ich glaube, die Profien, die haben so einen Katalog, den sie abarbeiten für ihre Tests und durchchecken. Wenn man den natürlich hat, dann guckt man sich das an. Man muss aber auch sagen, die haben ja auch viel öfter die ganzen neuen Maschinen zur Verfügung als ich. Und ja, von der professionellen Landtechnik-Zeitschrift erwartet man auch, dass die professionell sind. Von daher. Aber ich bin ja nicht hier, um exakte Maschinentests zu machen, wie die Jungs das machen, sondern ich mache Fahrberichterfahrung. So. Aber ihr seht, hier kommt ein bisschen Moorboden dazu. Aber das ist so eine Mischung zwischen Mineral und Moor. Und ihr seht, Bestand ist besser, ausgeglichener, sieht deutlich besser aus. So. Wir haben noch das Thema Rehkitze. Rehkitze, folgendes Thema. Wir kommunizieren ja mit Jäger und die sitzen ja auch im eigenen Haus. Wir haben natürlich keine Drohne mit Wärmebild, aber wir haben eine Drohne mit... Nee, Quatsch, wir haben keine Drohne, aber wir haben eine Wärmebildkamera. Und da haben wir letztes Jahr festgestellt, dass die ganz gut funktioniert. Ah, da ist ein Fuchs. Seht ihr ihn? Wir haben gerade festgestellt, dass die ganz gut funktioniert. Und deswegen war heute Morgen mal gucken. Aber er sagt, hier war nichts drin. Und wenn, weggelaufen. Oh, der sieht aber auch hart mitgenommen aus. Genau, und wenn, weglaufen, dann laufen die weg schon. So war die Antwort, aber nichtsdestotrotz halten wir natürlich die Kommunikation da aufrecht zu allen Jägern. Und ja, die Kids-Rettung ist nach wie vor natürlich ein Thema. Ein weiterer Punkt muss man ja ehrlich sagen, wir haben ja den Wolf hier, jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren. Und demzufolge ist ja auch der Rehbestand hat sich schon sehr reduziert. Und selbst der Schwarzwild, also Wildschweinebestand, hat sich auch reduziert. Ist schon weniger geworden, spürbar weniger geworden. Man muss aber sagen, über alles, wenn man mal mit den Landwirten so quatscht, sagen sie, sie haben deutlich weniger Wildschaden. Was natürlich für den Landwirten, also der reine Ackerbauer, natürlich zu begrüßen ist. Die natürlich Tiere haben, die sagen, hör mir bloß auf. So. Und die Jäger sagen, was ein Mist mit dem Wolf. Haben wir mal alle Seiten erzählt. Und hier ist, seht ihr auch, hier sind auch keine Maulwürfe mehr. Man muss natürlich auch sagen, wir waren auch hier mit den, nebenan waren wir mit Gärresten, hier nicht. Also wir haben ja nur die 1000 Kubik im Herbst gefahren und das war da lang aufwärts und ein paar andere Wiesen. Aber hier in diese Wiese haben wir nichts gefahren, die ist halt immer super schnell nass. Müssen wir mal gucken, wie viel wir jetzt im ersten Schnitt ernten. Vielleicht fahre ich in den feuchten Wiesen noch was rein für den zweiten oder dritten Schnitt. Ich habe ja nur meinen Vertrag zu erfüllen und da müssen wir sehen. Ich habe ja das Silo noch vorm Zaun von der Biogasanlage. Das habe ich jetzt vor kurzem verkauft. Ich hoffe jedenfalls, ich habe nur eine mündliche Zusage, dass das jetzt auch gekauft wird. Aber ansonsten sind Übermengen von Gras schwer loszuwerden. Jetzt sagen viele, ja, der Heupreis ist so gut und so. Ja, scheint, Heu ist ein regionales Produkt und wir hier oben, wo wir so viel Grünland haben, hier ist es natürlich ein bisschen günstiger und hier macht es auch keinen Sinn, das Ganze. Also Heu ist auch der Transport ist da auch ein Kostenfaktor und dann ist es auch
blöd. Ein LKW kostet Pi mal Daumen immer meistens um die 1000 Euro etwas zu bewegen, ein bisschen weiter, mehr Kilometer. Und dann macht das keinen Sinn und Heu muss dann trocken gelagert werden und, und. Also ist ja nicht so einfach, dass man sagt, jetzt machen wir Heu und dann geht der ganze Kram los, sondern nein, man muss das lagern und dann Vermarktung dafür aufbauen und. So einfach ist das nicht gemacht und schon gar nicht hier im letzten Jahr mit Grünland. Und ihr seht, hier ist zum Beispiel eine Stelle, die unter Wasser stand. Seht ihr das? Da wächst natürlich weniger, aber das ist natürlich jetzt alles trocken. So, los geht's. Wir haben jetzt 30 Hektar gemäht. Ich habe jetzt 30 Hektar gemäht. Und ich habe dann Pause gemacht. Nico war hier, Nico hat aber leider seinen Oberlenker vergessen für den Cerion. Cerion stand ja noch bei mir, gewaschen und fertig, der hat schon auf Nico gewartet. Und Nico baut jetzt wieder Silo. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, ich bin natürlich nicht für den Silobau verantwortlich, aber ich versuche das wieder zu machen, dass er da schieben darf. Und jetzt kann er da wieder schieben. Und Detlef fährt heute Häcksler, da vorne fährt er. Detlef ist auch heiß. Ich habe vorhin gesagt, Detlef, fährst du heute Häcksler? Ja, hat er gleich abgenickt. Und dann auch direkt raus und los jetzt hier mit dem Häcksler. Und ich mähe heute nämlich noch ein bisschen. Grund ist nämlich, da soll noch ein bisschen was umsiliert werden. Und ich habe versprochen, dass ich da nebenbei ein Auge drauf habe und das ein bisschen mitplane. Weil der Betriebsleiter zu der Anlage, der ist ein bisschen weiter weg. Und der hat mir Bilder geschickt, wie er das gerne hätte. Genau, und der die Biogas jetzt betreibt, der ist halt Quereinsteiger und der ist da im ganzen Silierprozess noch nicht so involviert, sodass ich da jetzt einfach ein Auge mit drüber werfe. Genau, jetzt fahre ich da einmal kurz gucken bei der Siloplatte. Ich filme da aber nicht, um ehrlich zu sein, weil ich habe nicht vorher gefragt, ob es okay ist, wenn ich da filme. Und ich weiß, die Söhne und die Kinder der Gesellschafter, die Anlage gekauft haben, die gucken die Videos. Von daher lasse ich das lieber raus aus dem Material. Genau, da gucke ich jetzt hin und gucken, dass wir es ein bisschen umsilieren können. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht fahre ich auch morgen mal einen Tag Transport. Dass wir das auch noch mal haben, jetzt bevor jetzt hier bald komplett Schluss ist. Dass wir das auch noch mal haben und dann ja, sehen wir weiter. Soweit ist mal. Fahre ich das mal rauf.